Wenn du gleich wieder sagst, dass sie einen scheiß Sack Blumenerde nehmen sollen, ne, dann, dann schmeiß ich dir was an den Kopf, ey. Ja, dann könnt ihr hier im Park gehen. Das kann alles sein. Ein Sack Blumenerde. Hast du noch nie einen Sack Blumenerde von Weitem gesehen, ey. Heute nur ein Metcon oder besser gesagt Intervalle. Wir hatten sowas ähnliches schon mal zu Beginn des Lockdowns. Und wir wollen noch mal zurück zu den Shuttle Runs. Diesmal mehr, länger, schmerzhafter. All das. Ja. Wie immer in der vernünftigen Progression. 10 Runden. 25, 25 Meter Shuttle Run. Sprich, laufen. 25 Meter. Boden berühren. Wie genau? Gleicher Standard wie letztes Mal, ich sag später aber nochmal. 25 Meter zurück zur Ausgangsstelle. Und dann hatten wir letztes Mal Lunges. Dieses Mal wollen wir uns mit einem Object bewegen. Das Ganze sehr, sehr knackig gestalten. Wir haben 10 Object Front Squats. Und dann tauschen wir das Movement in ein etwas noch dynamischeres Movement, noch ein bisschen mehr Press, machen Object Thrusters. Ja, das sind jetzt 20 Wiederholungen, die wir da möglichst unbroken machen, weil danach haben wir eine Minute Pause. Und das führt dazu, dieses hohe Volumen, was wir da haben, und weil wir es so schnell und unbroken machen wollen, dass es auch ganz egal ist, wenn wir jetzt nicht ein wahnsinnig hohes Gewicht haben. Ja, sondern eigentlich wollen wir nur... Das ist eher gut. Ist eher gut, ja. Sondern das Tempo soll hochgehalten werden. Selbst mit Air Squats wäre das wahrscheinlich verdammt unangenehm. Von daher... weil wir da... uns gut bewegen in den 10 Runden und nicht unser Tempo verlieren. Ja? Minute Pause ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Wahrscheinlich ist das so roundabout 1:1. Ja, wahrscheinlich seid ihr ein bisschen länger am Arbeiten, als ihr am Ende Pause habt, aber nicht wahnsinnig viel länger. Von daher lässt sich wahrscheinlich die ganze Ecke lang das Tempo ganz gut halten. Aber hinten raus wird es unangenehm. 100%. So ab Runde 6, 7, dann versuchen durchzubeißen. Ja? Beginnenden Eisengeschmack im Mund runterzuschlucken und einfach weitermachen. Ja, das ist schön. Warm-up vorweg, wie immer, cool oder nach, wie immer. Legen wir los. Okay. Warm-up! Jetzt habe ich so viel über Blumenerde gesprochen, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Jumping Jacks, Russian Baby Makers, Push-Up to Down Dog, 20-10-5. Wieso merkst du dir das? Warum tust du es nicht? Vertauschte Rollen hier, ey. Mehrere Gründe. So, also 1,5 Minuten, 20 Jumping Jacks als erste Übung. Hier im Prinzip Sprunggelenke vorbereiten, diese gesprungene Variante an Bewegung einfach haben und gleichzeitig unser Herzfrequenz umtreiben lassen. So, wir starten zusammen. 1, 2, 3 und so weiter. Ja. Davon 20 Reps, danach haben wir 10 Russian Baby Maker, um unseren Squat vorzubereiten, gleichzeitig die hintere Kette und einfach mobiler zu werden. Sprich, hier Squat Stance, ungefähr schöner breit, Zehenspitzen leicht raus, machen keinen perfekten Good Morning, sondern eher ein Aufrollen der Wirbelsäule, schön öffnen, gleichzeitig aber den Stretch hier abholen. Das funktioniert so gut, beides gleichzeitig, weil wir einfach verdammt tief runter müssen. Zack, unter die Zehenspitzen. Und dann von hier in den Squat aufrichten, groß werden, hier schön öffnen die Hüfte, Knie rausdrücken, das ist dafür eure Arme und dann hinten wieder hoch, wir bleiben immer noch unter den Zehenspitzen, erst dann richten wir uns komplett auf. Das war ein Rep, davon 10. Und als letztes Push-Up to Down Dog, um auch hier die Thrusters ein bisschen vorzubereiten. Wir gehen in unsere Liegestützposition und können jetzt hier einen Liegestütz machen. Und dann Beine leicht beugen, sollte das notwendig sein, um hier in dieses Fenster reinzukommen, was sich durch die Arme bildet. Wenn das aber mit gestreckten Beinen gehen sollte, ohne hier vorne Druck abzunehmen, dann halte ich auch gut die Beine hinten gestreckt. Bei mir würde es jetzt dazu führen, dass ich hinten meine Beine schön durchstretche, aber hier vorne nicht ausreichend tief runterkomme. Deswegen beuge ich leicht, komme nach vorne durch und mache den nächsten Rep, weil für den Stretch hinten haben wir unseren Russian Baby Maker. So, 20 Jumping Jacks, 10 Russian Baby Maker und dann 5 Push-Up to Down Dog, 5 Minuten lang, let's go! So, und dann kommen wir zum Workout. Also,
Was braucht ihr? Wieder ungefähr 25 Meter. Einmal kurz mit euren Beinen abgehen. Ja. Und dann wollen wir die sprinten oder möglichst zügig laufen. Ja. Wenn wir am Ende eine imaginäre Linie haben oder, keine Ahnung, ihr legt euch irgendwas hin, ja, dass ihr wisst, da ist der Umkehrpunkt, dann wollt ihr nur eine Hand auf den Boden bringen hinter dieser imaginären Linie. Ja, ich nehme jetzt mal hier Holzplattform. Also, ihr rennt hin. Andersrum, könnt ihr besser sehen. Berühren, umkehren, zurücklaufen. Das hält das Ganze mehr dynamisch, als wenn ihr beide Hände auf den Boden drehen und ständig umdreht. Hier wollen wir einfach das Tempo hochhalten. Ja, eine Hand den Boden berühren, zack, zurückrennen, 25 Meter und dann haben wir 10 Object Front Squats. Wenn ihr jetzt ein sehr großes Objekt habt, was keine Blumenerde ist, zum Beispiel Zement. Zement? Oh, Estrich. Ja, all das geht natürlich auch. Dann würde ich das zwei Arme halten. Wir können aber auch ein Objekt einarmig halten in der Front Rack Position. Ja, das geht trotzdem. Dumbbell ist immer ein gutes Beispiel, weil hier kann man jetzt auch beides einfach mal vormachen. Also Front Rack Position mit einem etwas länglicheren Objekt, der folgt wahrscheinlich. Hier Ellbogen schön hoch. Versuchen, das irgendwie noch mit auf den Oberkörper zu bringen. Das wird jetzt hier nicht sauber ablegen können wie eine Langhantel. Das geht jetzt bei der Dumbbell zum Beispiel auch nicht, weil es einfach nicht auf die Schultern rollt, ohne dass man sich hier die Kehle reindrückt. Ja, aber versucht es ein bisschen passiver zu halten, als hier vorne einfach vor dem Körper. Ja, damit könnt ihr dann eure Front Squats machen. Das geht aber auch einarmig oder mit einem Objekt, was halt besser einarmig zu bewegen ist oder was dadurch fordernder wird. Wobei in diesem Workout haben wir gelernt, es soll gar nicht so fordernd sein, was ihr da macht oder euch bremsen. Aber hier könntet ihr auch theoretisch diese Form einnehmen. Also einfach mit auf die Schulter ablegen. Das könnte jetzt auch ein Rucksack sein zum Beispiel und dann hiermit die Reps machen. Dann bitte nicht nach 5 Wiederholungen den Arm auf einmal wechseln, weil das nimmt wieder Tempo raus. Und das wollen wir heute nicht. Ja, lieber in der nächsten Runde dann links arbeiten, anstelle von rechts. Ja, die beiden Möglichkeiten habt ihr. Danach geht es direkt weiter in die Thrusters. Auch hier würde ich jetzt, wenn ich rechts arbeiten sollte, mit rechts einfach weitermachen. Ja, letzter Front Squat, erster Thruster und so weiter. Sobald ihr nach oben kommt, Hüfte nochmal beschleunigen, rausdrücken, Streckung, runterkommen, direkt in den Squat reingehen. Ja, auch das könnt ihr natürlich mit einem länglichen Objekt machen, ja, oder mit der Dumbbell hier in dieser Position. Ja, und das geht natürlich. Ja, nach 20 Wiederholungen insgesamt, 10 Front Squats, 10 Thruster, eine Minute Rest, wo ihr ein bisschen sammeln könnt und dann geht es mit Vollgas in die nächste Runde. Ja, sehr schön. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Workout. Zerlegt das Ding und dann sehen wir uns gleich wieder zum Cooldown. Herzlich willkommen zum Cooldown des heutigen Tages. Ja, wir machen Twisted Child Pose. Wir gehen dafür auf die Knie. Wir wollen jetzt so ein bisschen meinen Twist reinbringen. Bitte. Also, Child Pose wollen wir schön mit der Hüfte nach hinten kommen und sich hier vorne durchstretchen, gleichzeitig den unteren Rücken oder allgemein den Rücken Entlastung geben. Das ist eine super Position, um einfach mal tief auszuatmen und zu entspannen. Jetzt wollen wir aber einen Arm hier unter den anderen packen und einfach noch hier die Schulter ein bisschen öffnen. Gerade auch, weil wir gestern sehr viel für diesen Bereich gemacht haben, macht das jetzt Sinn, heute noch ein bisschen drüber zu gehen. Ja, auch eben haben wir Sachen über Kopf geführt, auch da macht es Sinn, vielleicht jetzt mal den Konterpart hinten so ein bisschen noch zu widmen. Ja, da jetzt tief reingehen. Und einfach relaxen, eine Minute pro Seite, dann einfach wechseln. Ja. Und danach haben wir Pigeon Pose. Pigeon Pose. Natürlich. Die Taube! So! Wir kommen mit dem Bein weit nach vorne. Umso mehr ihr jetzt hier das Bein nach vorne bringt, also das hier ist entlastender, das hier ist deutlich belastender. Ja, und Hüfte soll hier in der Luft sein. Habt ihr hier einen schönen Stretch. Ja, und da könnt ihr jetzt weiter nach vorne reinsinken, Kinderspiel. Dann eine Minute pro Seite. Habt ihr auch den Tag hinter euch gebracht. Morgen geht's weiter. Beginnen den Eisengeschmack im Mund runterzuschlucken und einfach weitermachen.